Oh, und hier ist ein Leuchtfeuer. Kein Leuchtfeuer, ein Fackel-Ding. Mach. Licht. Was? Warum kann ich die nicht... Ah doch, anzünden. Da hinten ist das erste Leuchtfeuer. Warum habe ich das jetzt gemacht? Da unten ist eine Brücke, die... Achso, das ist... Da ist der Fahrstuhl, der nach unten führt zu dem Drachen. Den noch mehr Fackeln? Nee. Komisch. Es muss doch irgendwas auf sich haben mit den Fackeln. Was sagt Vision von Leuchtfeuer? Ja. Kann ich von hier aus auf irgendwas schießen, was ich vorher nicht gesehen habe? Da hinten ist immer noch Loot. Da ist das andere Leuchtfeuer. Ach so. Das da ist die nervige Brücke? Nein. Aber das Design ist hier richtig cool. Alles schön verwinkelt, verwurstelt. Aber nicht ganz so eng wie in dem Feuerbereich, ne? Das war mir echt zu viel. Aber gut, das heißt, wir können jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Da haben wir ein schönes Schild abgestaubt. Das heißt, ich werde jetzt wieder im Einhandmodus kämpfen mit dem Degen. Das ist problematisch, weil das hier ist ja schön schnell und so. Aber zum einen machst du nicht so viel Schaden, wie der zweithändige Eingriff, bin ich mir relativ sicher. Und wenn ich die schwere Attacke mache, dann macht sie das hier. Und das müsste die Parade sein. Also wenn ein Angriff auf mich zukommt und ich im richtigen Moment das da drücke, dann könnte was passieren und dann kann ich vielleicht kontern. Das ist mir viel zu viele hätte, wenn und abers bei. Und ich benutze sie nochmal. So, du bist jetzt der Fahrstuhl, den wir nicht benutzen können. Da würde ich erstmal anpieksen müssen. Richtig. Ah, da unten kommt was, ja. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der andere Fahrstuhl war, den wir bisher nicht nutzen konnten. Das heißt, jetzt könnten wir von da unten da ran. Und wir haben hier eine Nebelwand. Ausrüstung macht das da weg. Macht das da weg. Wir sind bei 35%. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Lässt sich aber nicht ändern. Aber das ist... Genauso wollte ich das haben. Schön, dass das Spiel auf mich hört. Ich wollte ein Leuchtfeuer haben und direkt dahinter einen Boss. Das ist super. Okay, Ring. Hab ich lieber so. Du zauber mal das da drauf. Das Schild ist super geil. Oh. Okay, kein Boss. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Na gut, gucken wir mal. Oh, noch so ein Ding. Oh, und leuchtende Statuen. Visionen von giftspuckenden Statuen. Benutzen. Gucken, ob das hier überhaupt irgendwas macht. Oh. Hallo. Bix, Bix. Bix. Okay, noch ein Vorteil von einhändig. Die Attacken sind schneller. Boah. Das kann man... Ja, wenn man da die richtigen Reflexe zu hat. Die mir nur bei bestimmter Tageszeit zur Verfügung stehen. Uhu. Kann man damit richtig ordentlich rumspielen. Ja, doch. Einhändig ist schick. So, jetzt würde ich aber eigentlich ganz gerne die Fackeln anzünden und gucken, was die Statuen da machen. Die sind creepy. Gut. So, mehr Licht, wofür auch immer. Überall Statuen, da geht es noch irgendwo runter. Ich stelle mich mal absichtlich in die Schussbahn von Sympathie. Ja, du spuckst wirklich giftartige Dinge. Lernt ihr denn nie dazu? Wenn ihr Gift spuckt, werde ich euch zerstören. So, da komme ich her. Da könnte ich überall runter... Oh, ich könnte eine Sprungattacke machen.
Aber nee, regulärer Weg, die U-Bahn, regulärer. Oh, es gibt keinen regulären Weg. Hallo, du da. Ich hätte gerne... Achso, ich kann nicht zaubern, solange ich die Fackel nicht weglege. Und da unten ist bestimmt wieder irgendwas zum Anzünden. Aber ich habe Schmetterlinge. Also, das weg. Mach bitte dich. Das ist auch so ein schwerer Teil. Dann mach bitte noch den da. Und dann mach bitte noch den da. Und dann nimmst du den da und machst. Zäh. Was? Oh. Sehr schön. Oh, das ist. Au. Nicht tot. Oh, nein! Was ist das da? Ich hab dich gesehen. Achso, das sind die Schildkröten mit den Statuen drauf. Ich hab die Schildkröte nicht gesehen und nur diese komischen Statuen zucken sehen. Das war völlig freaky. Oh, gut. Ich hab sehr viele Seelen dabei gehabt, deswegen sollte ich dich mal wechseln zu. Da. Dann da lang. Unter Höhle der Toten. Und dann kam hier gleich, genau, deswegen machst du bitte den da. Den da. Den da. Ja, die Statue. Doof. Au. Ja, nee, nicht jetzt schon sterben. Das wäre lustig gewesen, hätte ich dich gleich im Anschluss gewechselt. So. Geh erstmal auf Abstand. Weg. Fast versteinert. Noch Trank. Noch Trank. Pix. So, überall spucken mich Dinge an. Das finde ich gar nicht toll. Du, wie piekse ich dich jetzt? Au. Genau. Töten, nicht komische Sachen halten. Oh. Alter, ganz ruhig. Hops. Okay. Kröten sind ein Problem. Oh, warte mal. Weißt du, wo du hinschießen musst? Ich kann dich nicht targeten. Okay, das macht es schwer. Dann lüge ich halt einfach. Leuchtkiefer. Yeah. Hey. Oh. Hab ich da oben gerade eine Kiste gesehen? Oh. Ist so eine Kiste? Ja. Ist so eine Kiste ohne Falle? Oh. Versteinertes etwas. Okay, das ist für die Birdies doch gut gewesen. Alles kaputt. Mein Degen gleich auch. Oh, dafür habe ich jetzt ja einen Zauber. Und ich werde die komischen Schildkröten-Dinger einfach ignorieren. Sind irre langsam, das haut schon hin. Ja, nicht versteinern, das ist nicht so schön. Ich hätte auch einfach gucken können, wo es weitergeht. Und dann nur die Statuen zerstören, die auf dem Weg sind. Das wäre ja langweilig. Geht's hier weiter? Nein. So, hier war ich vorhin schon.
hier was? Ah, einfach immer rechts an der Wand lang. Au. Da ist Loot. Loot ist gut. Asketenleuchtfeuer mal 3. Ja. Sobald ich später in dem Modus vom Spielen bin, wo es nur darum geht, alle Gebiete immer und immer wieder abzufarmen, werde ich definitiv genug Asketenleuchtfeuer haben. Allein schon aus diesem Playthrough. Im New Game Plus wird es ja nochmal so viele geben, denke ich. Ich wollte gerade auf die Karte gucken. Ich habe zu viele andere Spiele gespielt. Wo geht's hier weiter? Ich glaube, die habe ich schon alle kaputt gemacht. Achso, da ist wieder so ein Leuchtding. Die würde ich ganz gerne alle anzünden. Nein, das. Nee, du warst eine Statue. Gut. Boah, das ist irgendwie schwer zu erkennen, was so eine kaputte Statue ist und was man noch anzünden könnte. Ging es regulär weiter. Hallo? Ja, noch mehr davon. Hey, warum kann ich die nicht töten? Also, zerstören. Oh, ihr seid viele. Komm hierher. Leute zu backstabben, die Gift-Aura haben, ist vielleicht doch nicht so gut. Und ja, ich wechsle jetzt wieder auf den zweihändigen Modus, weil er einfach mehr Umf hat. Mir ist auch eingefallen, ich kann ja einfach schnell auf den Schild wechseln, wenn ich zaubern will. Also, jetzt zum Beispiel. Wo gehst du hin? Ja, es ist definitiv eine Anlehnung an ein gewisses anderes Gebiet. Ne? Wird das gerade aufgeladen? Ich habe einfach gedrückt gehalten, dann kam so ein komischer anderer Effekt dazu. Nein, ich wollte ihn hier. Das ist nicht den. Boah. Weg. Okay. Degen in Gefahr. So. Springfee. Nennt mich die Zauberfee. Okay, komm raus. Pix, 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 Pix. Hast du irgendwas Tolles? Stopp, töte erstmal alles, was hier rumläuft und dann kannst du so ein Spielchen machen mit Sachen anzünden. So. Ja. Oh, okay. Köderschädel. Das ist sehr passend bei so einer komischen Falle, die versteinert.